Willkommen zurück zu einer neuen, absolut harmonischen Folge Anno 1800. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Leute, wie immer, haut eine Bewertung raus, unterstützt ein bisschen das Projekt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich weiß, es gucken nur wenige, aber es ist echt ein wunderbares Spiel und es macht mir jede Menge Freude, das hier zu spielen. Die Flammen wurden gelöscht. Ich hatte ein Feuer? Okay, ich hatte ein Feuer. Wir müssen hier immer noch die Expedition machen. Wir wollen jetzt als nächstes Fenster herstellen. Und mir gehen hier gerade so ein bisschen die Arbeiter flöten. Deswegen machen wir hier mal... Geht nicht? Warum nicht? Oh, wir haben keine Klamotten. Wir haben keine Klamotten. Ah, da muss eine Lieferung her. Klamotten, Bretter, wo bleibt's denn? Wo bleibt's denn? Wahrscheinlich wird auch bald wieder eine Zeitung kommen, die nur schlecht über mich redet. So, eigentlich müsste jetzt hier mal was kommen. Da kommen langsam die Schoner angewackelt. Ja, ich will das hier noch ein bisschen optimieren. Hier werden Fenster hergestellt und wir brauchen halt mehr Arbeiter. Oh, du bittersüße Melodie. Und wir wollen Konserven, Fleischkonserven. Dafür benötigen wir... Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Was ist los? Bringen Sie Licht ins Dunkel. Was ist los? Die Suche nach Samento. Ah, ich bin nur beschäftigt. Habe ich hier nicht einmal meine Ruhe? Kann ich nicht einmal gemütlich, normal? Okay. Wir nehmen mal hier das Schiff. Der Drache ist mir auf den Fersen. Okay, wir schauen hier erstmal kurz rein. Pünktlich auf die Minute, wie immer. Wir nehmen es so. Keine Änderung? Keine Änderung. Wirklich? Kann ich jetzt wieder zurück in die... Keine Änderung? Nein, alles gut. Du tust ja so, als wäre ich der Diktator. Okay, kann ich jetzt wieder zurück zur Expedition? Denn ich muss mich auch ein bisschen hier um die Sachen kümmern. Ich versuche es, Captain. 10%, 20%. Ja gut. Gehen wir ran. Wie sieht's aus? Die Kanonenschüsse haben den gewünschten Effekt. Heurika, sage ich dazu nur. Heurika. Ich habe nur 10%. Ich meine, davor hatte ich 20%. Wir sind unzureichend vorbereitet. Ja, dann müssen wir die 10% wählen. Guano! Fledermauscode. Okay. Ich bin das Kind von Samuel Good. Isabels Augen blitzen vor Wut. Ach so. Sie haben ihren Vater einen Verräter genannt, weil er sie uns verkauft hat. Den lästigen Rebellen. Und jetzt kommen sie her, um das Richtige zu tun und sich die Insel zurückzuholen. Daran hätte ihr Vater denken sollen, bevor er sie verkauft hat. Geschäft ist Geschäft. Okay, wir nehmen mal das erste hier. Wirkt ein bisschen diplomatischer. Ja, wir sind gegen die. Wir sind gegen die, meine Süße. Du hast uns also gefunden. Schau dich um. Was könnten uns die Schergen ihrer Majestät noch antun, das die Pyrphorier nicht längst getan haben? Isabel Samento. Wir kommen hierher, um die Unschuld unseres Vaters zu beweisen. Samuel Good. Good? Der Mann, der die kostbare Insel ihrer Majestät verscherbelt hat? Er ist genauso schuldig, wie ich es bin. Ich weiß nicht, wie es um sie steht. Aber unser Vater hätte seine Königin niemals verraten. Du nennst mich also eine Lügnerin? Liebe macht blind. Bevor die Pyrphorier ihr Brandzeichen setzten, sagten sie voraus, dass euer Vater kommen würde, um Prosperity zu verkaufen.
Es war eine schlechte Idee, an der Verschwörung gegen das Empire teilzuhaben. Doch als ich den Pyphoriern die Zusammenarbeit verweigerte, erteilten sie uns eine Lektion. Nach allem, was wir über die Pyphorier wissen, glaube ich nicht, dass sie sich von unseren Bemühungen abschrecken lassen. Die Pyphorier nahmen uns Prosperity weg, an dem Tag, an dem das Abkommen unterzeichnet wurde. Und so bohren wir für sie nach Öl, ohne Lohn, bei Tag und Nacht. Wir haben unseren Stolz verloren. Und doch haben wir Angst. Denn obwohl wir die Toten begraben und ein Versteck gefunden haben, kann ich dort nicht allen Schutz bieten. Es betrübt mich, von ihrer prekären Lage zu hören. Doch muss ich darauf bestehen, dass unseres Vaters... Du lässt einfach nicht locker, was? Na gut, dann kommen wir zur Sache. Helft mir dabei, meine Leute zu beschützen. Sobald ich merke, dass ich euch vertrauen kann, werde ich nach dem Vertrag sehen. Und? Schlägst du ein? All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Moment, was? Jetzt müssen wir auch hier tätig sein? Oh, Freunde. Oh, Freunde. Kapitel 3. Prosperity. Aber jetzt muss ich ja hier auf La Island. La Isla. Errichte meinen Leuten eine Zuflucht auf La Isla. Dann werde ich darüber nachdenken, dir den Vertrag auszuhändigen, den du suchst. Okay, Lady. Okay. Die Pyphorier würden uns sofort knechten, wenn ich versuche, mein Volk umzusiedeln. Aber eine Insel unter deiner Flagge? Wo ist mein Schiff? Wir werden dir helfen, aber erst musst du uns helfen. Auf Kurs halten! Ich traue dem Empire ebenso wenig wie den Pyphoriern. Wir sind nur Figuren in ihrem Spiel. Okay, es gibt also zwei Karten. Sprung in die neue Welt. Haltet sie auf Kurs! Jetzt geht Tropico los. Jetzt wird's spannend. Okay, die Insel ist auf jeden Fall nicht so schön zu bebauen. Neue Ziele? Ja, wir liefern erstmal ein bisschen was ab. Wir haben Schnaps. Das hier und Bauwerkzeug. Das lassen wir mal hier drin. Wie kann ich denn jetzt hier? Weltkarte. Die alte Welt. Oh, das ist ja richtig gut. Länder existieren wirklich? Ja, ich weiß, Captain, ich weiß, aber ich wollte eigentlich heute Glas herstellen und wichtige Dinge erledigen. Und Paprika. Was ist mit Paprika, mein Freund? Hier wird nämlich Paprika hergestellt. Ich muss mich langsam auch an Fleisch wagen. Gut, schauen wir hier mal rein. Also hier benötigen wir im Endeffekt dann auch... Das Lager ist voll. Ja, schön. Hier benötigen wir dann auch wieder Klamotten. Was ist schon perfekt? Haben wir keine. Wir nix haben Klamotten. Die zwei. Mach die mal bitte voll. Und zwar mit... Holz... Klamotten haben wir hier auch keine drin. Ein wenig Schnaps. Und Fenster haben wir noch gar keine. Die müssen wir noch herstellen. Glas. Wir haben jetzt Glas. Warte mal, wie... Also hier wird jetzt Glas verarbeitet. Aber wie stelle ich denn Fenster her? Fenster wird das neue geile Zeug, das wir benötigen. Eine Fensterfabrik. So. Dafür benötigen wir wieder richtig Arbeiter. Und zwar die guten. Trinken wir einen über den Durst. Und dazu benötigen wir richtig Klamotten. Haben wir nicht. Shit. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Pause. Pause. Sonst verlieren wir zu viel Geld. Ich brauche mehr Klamotten. Was haben wir denn noch hier rumstehen? Gib mir mal zwei Schoner. Zwei weitere Schoner wären ganz gut. So, die machen Schnaps, die machen Bier. Bier kriegen wir dann hier. Hier haben wir schon ordentlich Bier. Wird Bier auch verwendet? Anscheinend wird das auch verwendet. Die nutzen auch Bier.
Dauern Schoner so lange? Arbeitskraft kritisch, natürlich, deswegen dauert es so lange. Aber es müssen doch hier auch mal wieder Klamotten kommen. Neue Befehle? Hier, 50 Stück. Und schon steigt hier wieder alles. So, wir müssen unbedingt das mit den Klamotten hinkriegen. Ich muss noch mehr Klamotten rüberschiffen. Wir produzieren hier unten echt gut. Ich würde gerne dieses Eiland beanspruchen. Welches Eiland eigentlich? Im Namen des Kaisers und der Kaiserin. Ja, mach halt. Diese Insel ist der irdische... Mach halt, ich bin eh mit meinen beiden hier so bedient. Na guck mal, hier haben wir echt viel. Wir schauen mal rein, die Transportwege. Wurst. Haben wir hier so viel Wurst? Hier haben wir super... Oh Gott, hier haben wir super viel Wurst. Komm mal her, du. Du arbeitest nur mit 15. Oh, nee. Warte mal, das können wir eigentlich streichen. So. Und jetzt holst du... Moment. Hier. Du lädst ein. 25. Und entlädst dir 25. Gespeichert. Dann hoffe ich mal, dass wir das jetzt hier ein bisschen optimieren. Moment. Warum? Der Wurstmann lädt ein. Schiff vom Stapel gelaufen. 25. Annehmen. Und hier entladen. Annehmen. Ja, jetzt läuft's. Gut. Sehr, sehr gut. Hier gewinnen wir auch Holz. Holz machen wir hier, was wir auch eigentlich noch benötigen. So, was jetzt mit dem hier? Auf die alte Dame ist Verlass. Moment, die zwei. Was hat die jetzt drin? Schnaps, bla 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 blub. Okay, dann nutzen wir jetzt ganz schnell hier die Option, um die hier zu verbessern. So, ich habe einen Kräftemangel. Es fällt immer schwer, dort anzukommen. Es juckte mir schon in den Fingern. Na, wenn es ganz, ganz schlimm wird, machen wir hier noch den Transport von Wolle. Dass die Arbeitskleidung halt so übel weggeht. Ich wollte eigentlich den Platz hier besser nutzen, aber es geht nach hinten los. Es war ein Experiment, okay? Es war ein Experiment. Gut, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also, die zwei. Komm mal bitte hier runter, denn hier brauchen wir ein bisschen Holz. Zufrieden sind die, aber die wollen auch Klamotten. Okay, dann werde ich hier gucken, dass wir auch Klamotten irgendwie noch gewinnen. Was ist das hier? Ein Zoo, Kultur, Rum. Wird ja noch richtig interessant und anspruchsvoll. Dann mache ich hier was für Schäfe, für Schafe hin. Einige Felder könnten helfen. Einige Felder könnten helfen. Machen wir ja schon. Doof, dass hier so eine Lücke ist. Aber naja, besser geht's nicht. Wir kümmern uns hier um alles. So, wir stellen jetzt ein bisschen Wolle her. Sieh mir fest in die Augen. Ganz fest. Du fühlst dich so müde. Müde und hilfsbereit. Was soll das, Hypnose? Was du heraufbeschwörst. Macht ihr hier Hypnose mit mir? Ich will gar nicht haben, dass hier viel los ist auf dieser Insel. Ich will echt nur das Nötigste. Aber anscheinend müssen wir hier auch eine Weberei platzieren. Ja, es mangelt an Arbeitskraft. Ich weiß. Ich weiß. Mein jugendlicher Freund. Die Stadt ist attraktiv genug, um erste Besucher anzulocken. Du musst nur die nötigen Voraussetzungen schaffen. Okay, wir haben genügend Bauern, aber wir haben nicht genügend Arbeiter. Okay, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Wo upgraden wir noch? So, das müsste jetzt reichen.
Stiefelpolitur schmeckt gar nicht alles so schlecht. Gut, alles gut. Kompromissloser Journalismus. Kompromissloser Journalismus, da kannst du dich freuen, Kollege. Schiff vom Stapel gelaufen. So, Klamotten werden hergestellt. Die brauchen 30 und die hier brauchen auch 30. Dann kann man hier eigentlich zwei machen. Machen wir das hier. Und hier wird dann noch hergestellt. Als nächstes brauchen wir unbedingt Rinderfarmen. Ja, Rinderfarmen sind wichtig. Habe ich noch nie gebaut. Ich habe auch keine Ahnung, wie genau die funktionieren, wie viele Felder und so weiter. Und dann bräuchten wir sowas hier. Aber dafür braucht man dann wieder die Gutbetuchten. Deswegen werden wir Rindfleisch und Paprika auf die Hauptinsel liefern. Haben wir hier nicht genügend Arbeitskräfte? Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Pack das Messer wieder weg, Oma. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Nein, ihr dürft nicht auf dem Acker spielen. Dürft ihr nicht. Ist verboten. Sie entlohnen unsere harte Schufterei. Wir könnten die upgraden. Spielstand gespeichert. Guck mal hier. Haus direkt am Strand. Mit Meerblick. Ist das nicht edel? Die Rübe war so groß wie ihr Kopf? Okay, die Waffenruhe wurde beendet. Ja, das interessiert mich eigentlich nicht, Kollege. Aber ich muss mal hier ein bisschen Platz machen. Also hier hätten wir auch noch Lehm. Da könnte man hier auf der Insel sogar Ziegel gewinnen, wenn man will. Die Option, die halten wir uns mal offen. Was kann man sonst noch machen? Ja, Paprika. Kartoffeln würden hier gehen. Wir könnten also auch unseren eigenen Schnaps machen. Ich habe Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Schön, Captain. Aber erstmal, ich kann mich nicht zerreißen, mein Freund. Ich bin ein alter Mann. So, jetzt erstmal hier schön alles weg. Und dann hat man auch eine viel, viel angenehmere Übersicht. Also. Machen wir hier mal so rum. So. Und dann kümmern wir uns mal um Rind. Das wird nämlich wichtig für uns. Damit wir endlich hier wir zu den hätten häufiger zusammen Tee trinken Konserven sollen. Kommen. Oh, ich sehe gerade. Hier. Und die Schoner können wir einsetzen. Muss ja noch die Mission machen. Wir nehmen Mondschatten. Will ja auch die Belohnung hier haben. Eine Escort-Mission. Okay, jetzt aber hier ganz schnell noch die Rinderfarm, damit wir das schon mal drin haben. Hier anbringen oder wollen wir hier noch Dorfbewohner haben? Wäre halt mal ganz nett zu wissen. Wir fahren das mal hier oben hin. Ich weiß halt gar nicht, wie die strukturiert sind. Die brauchen vier. Warte mal. Okay, das geht hier hin. Gut zu wissen. So. Rinderfarm Nummer 1. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Ich sehe schon. Vielleicht hier eins hinsetzen? Machen wir hier noch ein Lager hin. Aber ich hätte gerne noch eine weitere Rinderfarm, weil wir werden halt viel davon brauchen. Schade, dass man hier keine zwei hinbekommt. So, und noch verbinden. Schade, dass man hier oben keine zwei machen kann. Egal, jetzt haben wir hier eine Doppel-Rinderfarm, aber wieder keine Arbeiter.
Und kein Holz. Super. Einfach nur super. So, was ist denn jetzt hier los? Wo ist mein Schiff? Dauert ja ewig. Du bist wieder hier oben. Sehr gut. Dann lass dir direkt mal wieder ein bisschen Holz aufladen. Ach, jetzt habe ich das hier im Schoner rein. Na egal. Da ist es jetzt egal, wer da geht. Weil wir brauchen unbedingt Arbeitskräfte. Sag, es gibt so viel zu tun. Es gibt einfach so unverschämt viel zu tun. So, und Geleitschutz. Was, wenn es da draußen Riesenkraken und also. Ja, Riesenkraken und all so ein Kram. Das wird schon da draußen geben. Was ist denn jetzt hier? Was ist denn jetzt hier mit seinem komischen Transportschiff? Mal sehen, wo er hin will. Werden wir angegriffen? Wir werden wirklich angegriffen. Schiff unter Beschuss. Wir werden hier wirklich angegriffen von irgendwelchen kleinen Kurzschiffen. So, warte, warte, warte. Du bist viel zu schnell. Bauen Sie einen Besucherkai. Herzlich willkommen. Ja, machen wir alles noch. Sobald ich hier noch ein paar Sachen ausgebaut habe. Das war's. Da oben ist ja schon Ende bald, oder? Wo will denn der hin mit seinem Dampfer? Du bleibst dran, ja? Du bleibst dran, Mondschatten. Sehr gut, dass mal wenigstens die Mission hier pausieren kann. Ist ganz angenehm. Na, sind wir angekommen? Es mangelt an Kacke. Arbeitskraft. Nicht gut. Arbeitskräfte, ja, ich weiß. Kümmern wir uns gleich drum, sobald ich hier die Mission erledigt habe. Dem hier geht's gut. Nice. Das Kleingedruckte. Ey, das Ding ist so scheiße schnell. Und wir sind so verdammt langsam. Wir sind so verdammt langsam. Krass, wie der hier durchdampft. Was ist eigentlich mit der Insel da oben? Wo sehe ich noch eine? Hier. Was ist das hier? Salpeter. Also wäre die Insel nützlich. Vielleicht sollte ich die erobern, bevor sie weg ist. Bevor irgendjemand anderes kommt. Weil ihr wisst ja, wie es läuft. Hier geiert jeder rum und will jeder was haben. Da gibt es auch noch Paprika. Und, sind wir durch? Oder ist hier irgendwo noch ein Hinterhalt? Ich bin nämlich verdammt weit hinter dir. Aber ich war ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. Wir sind wirklich durch. So, jetzt nochmal hier hin. Wir helfen, wo wir können. Gib uns bitte erstmal das Zeug hier. Dankeschön. Wir machen gleich hier nämlich dann auch Paprika. Paprika nennt man es in der neuen Welt. Kann ich auch nicht weiterbauen. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ja, ja. Yes, yes, yes. So, können wir jetzt alle hier mit der Situation leben. Ich lobpreise jeden Tag. Haben wir genügend Fisch? Haben wir. Haben wir genügend Klamotten? Haben wir. Haben wir genügend Paprika? Wir haben super viel Paprika. Wir können loslegen. Wir können eine neue Route machen. Und zwar von hier laden wir mal 30 und geben das dann hier drüben ab. Entladen. Und dann laden wir noch
Paprika. Entladen. So. Annehmen. Viel Spaß, meine Route. Viel Spaß. Ich will die Insel hier drüben. Kein Hafen. Die werde ich mir holen. Die werde ich mir auf jeden Fall holen. So, läuft das hier? Arbeitskleidung geladen. Schön. Sehr, sehr schön. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Das juckt mich in Feuchten. So, wie sieht's denn hier aus? Hier ist auch alles gut, alles harmonisch. Wir sollen so einen Besucherhafen bauen. Stellen wir jetzt Fensterrahmen her. Weil als nächstes... All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Weil als nächstes will ich unbedingt ein Rathaus. Das will ich auch haben. Ich will so vieles haben. Aber das will ich unbedingt. Aber ich will dann jetzt hier Konserven herstellen. Wir brauchen eine Großküche. Die müssen wir dann bauen. Die werde ich dann auch hier unten bauen. Wie läuft es denn jetzt hier mit der Kleidung? Jetzt haben wir aus irgendeinem Grund super viel Kleidung. Und wir sind voll mit Fenstern. Zumindest mit Glas. Fenster werden wir aber auch gleich voll sein, weil wir die ja gerade im Moment nicht verwerten. Also wenn wir jetzt hier gucken, dass wir... eine Eisenmine brauchen wir auch noch. Haben wir hier eigentlich eine Eisenmine? Zink. Oh, guck mal, hier liegt noch ein bisschen was rum. Eisen. Oder haben wir hier nicht Eisen? Ist das nicht Eisen? Die Lager sind voll. Eisen, ja. Eisen haben wir schon. Okay, Eisen ist kein Problem. Dann machen wir jetzt hier Gulasch. Dann machen wir hier Gulasch. Kann das so gedruckt werden? Schauen wir mal rein. Diese Zufriedenheit. Sie haben uns etwas voraus. Das ist nicht gut, mein Freund. Das ist nicht gut. Ich fürchte, ich denke, die Leute werden es schlucken. Ja, ja, das werden die schon fressen. Entschuldigen Sie, ich habe Sodbrennen. Reiß dich zusammen! Es trägt Ihre Handschrift. Und meine Handschrift ist gut. Davon bin ich überzeugt. Seit Jahrhunderten wird der Zorn der einfachen Leute kanalisiert. Oh, klar, kriegt sie wieder irgendeinen Anfall und weint. Du willst es weit bringen, was? Yep, die Alte versteht mich. Sie haben an Einfluss gewonnen. So, was braucht man denn hier? Es fehlt Rindfleisch, stimmt. Mach die mal bitte noch auf Pause. Ich kann auch spät. Weil jetzt kommt dann die Rindfleischroute. So. Oh, die Folge ist gleich wieder vorbei. Egal, die Route noch schnell einrichten. Also, hier. Laden. Rindfleisch. Und dann hier. Entladen. Annehmen. So, das Fleisch kommt. Aber dann brauchen wir hier wieder Arbeitskräfte, müssen die Wohnräume noch ein wenig erweitern. Wird Zeit, dass wir es vielleicht hier oben noch ausbauen, ein bisschen nach oben ziehen. Aber hier gewinnen wir Rindfleisch. Und vielleicht werde ich hier nochmal ein bisschen mehr auf Rindfleisch gehen. Vielleicht hier drüben einen hin. Ich probiere es mal aus. Was ist das hier? Alles gut. Alles gut. Okay. Gewinnen wir noch mal ein bisschen Rindfleisch. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da für mehr Anno. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.